Venceremos, liebe Freunde, wir Glücklichen, wir können wieder in Tropico sein. Schaut mal, wie riesig hier unsere Stadt hier schon geworden ist. Es greift immer mehr aus und unser ganzer Stolz aktuell jetzt hier, dieses Tourismusgebiet. Ja, das Einzige, was noch nicht klappt, ist, dass hier Reiche kommen, obwohl wir hier entsprechend einen Touristenhafen gebaut und eingestellt haben. Ich hoffe, das wird sich noch ändern. Okay, wir haben ein bisschen Geld verdient. Ich würde mal sagen, wir bauen jetzt hier ein Gourmet-Restaurant als nächstes. Ja, das war, glaube ich, aber bei hier. Genau, das kostet 16.000, ist ziemlich teuer. Ich würde es dann in der Nähe dieser reichen Leute hier bauen, dieser reichen Gäste vielleicht hier so bei der Ankunft. Sieht ganz schick aus eigentlich, ne? Was ist ein guter Ort dafür? Man könnte es auch hier. Nee. Oder doch vielleicht zentraler? Nee, ich tendiere dazu, das tatsächlich hier hinzusetzen. Dann sind diese Villen stärker angeknüpft. Und dann werden wir hier noch wieder ein paar Dekorationen anbringen. Ich weiß nicht, passen hier manchmal 2x2? Nein, passt nicht. Dann gucken wir nochmal neu. 2x1. Das geht mit Sicherheit. Hier passt es nicht. Da unten. Naja, ich setze es mal hier hin und dann gucke ich mal, ob wir noch 1x1er irgendwo setzen können. Nee, da ist leider alles zu uneben hier hinten, aber das will ich jetzt nicht. Das können wir später vielleicht nochmal machen. Leider kann man hier auch in die Lücken überhaupt nichts hinbauen. Das finde ich richtig schade. Dadurch sieht das jetzt so ein bisschen kahl aus. Das gefällt mir eigentlich nicht so. Hier wäre noch Platz für was, was wir vermutlich nicht anders, sowieso nicht anders bebauen können. Nehmen wir mal diese Variation. Ich gehe mal ein bisschen rum. Gibt es noch Ecken, die wir gestalten können hier. Ich höre die Feuerwehr. Brennt es schon wieder irgendwo? Ich weiß es nicht. Ah, gehen wir mal raus hier. Der Bereich ist noch ein bisschen unschön. Doch, die Feuerwehr ist da, aber wieso eigentlich? Wo lauft ihr denn jetzt hin? Ist nicht der Parkbrand, ist doch schon lange erledigt. Ihr kommt ein bisschen spät, Leute. Ihr kommt ein bisschen Wer spät. gewinnt den Kalten Krieg? Ein Sonderbericht von Kanal Uno gibt die Antwort. El Presidente. Wir. Ich bin mir sicher, dass die guten Bürger von Tropico für euch stimmen wollen, Präsidente. Ich persönlich werde euch viele, viele Male wählen. Online-Spielhalle. Das finde ich gar nicht so schlecht. Das machen wir mal. Gut. Erhöht irgendwie den Tourismusindex. Das könnte interessant für uns sein. So, in 3 Monaten haben wir Wahltag. Dürfen wir nicht vergessen, dass. Oh, verdammt. Ich habe mal wieder verpeilt. Aber ich glaube, es kommt immer kurz vor der Wahl, kommt der Frachter. So dass wir, glaube ich, keine Sorgen haben. Beziehungsweise, vielleicht können wir uns ja auch mal wieder helfen lassen. Ist es schon soweit? Nee, erst in 11 Monaten. Ja, gut, dann müssen wir jetzt leider auf den Frachter hoffen, dass der wieder ein paar Tage vor der Wahl ankommt. Bitte, Frachter. Ich denke, das wird immer so sein, ne? Wahltag in 2 Monaten. Ja. Aber wir sind plötzlich ins Plus gekommen. Warum eigentlich? Ah, schaut mal. Überfall abgeschlossen. Schatzjagd. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Ich werde trotzdem jetzt noch nicht das Kriegsrecht ausrufen, sondern erst im nächsten Monat. Auch wenn wir da wieder doll im Minus sind. Aber ich weiß, dass der 3 Tage vor der Wahl ist der Frachter da. Da bin ich mir sicher. Wow, Touristen 21. Zack, da haben wir es. Hervorragend. Naja, ich kenne doch hier unsere Frachter. So, Forderung ist fehlgeschlagen. Das heißt, wir sind jetzt gleich verflucht. Aber erstmal Weniges ist mit. das hier. Oh, Präsidente, dass es so weit Das kommen kennen wir wird. schon. Du machst uns keine Angst. Du machst uns keine Angst. So, und wir können auch wieder das Kriegsrecht aufheben. So, sehr gut. Okay. Was macht unser Luxusrestaurant? Oh, Leute, die ist. Ja, das war er mit den Eine Reichen. offizielle Stellungnahme Es des klappt. Palasts hat bestätigt, dass Gott El Presidente liebt und auch El Presidentes felsenfesten Glauben. Welch Hervorragend. geweihte Pressemeldung, Tropico. So, dann gucken wir mal, was wir machen können. Goldenes Tafelsilber.
Haute Cuisine. Sushi-Meister. Das wird alles nur in modernen Zeiten verhalten. Dieses Gebäude oder nur Würdenträger. Kann nicht mehr von einfachen Menschen besucht werden. Erhöht den Ruf bei eingeladenen Supermächten. Nö, das wollen wir nicht. Lassen wir das mal die Standardeinstellung. Erlesen der Mainkeller 25.000. Wow. Auch das wollen wir jetzt im Moment nicht. Okay, wie sieht es hier aus? 1621, hervorragend. Gesamtzufriedenheit 52. Damit bin ich auch zufrieden. Also, insgesamt finde ich, dass es ganz gut läuft. So, wollen wir jetzt touristisch hier noch irgendwas machen? So mal als Ziel überlegt. Nebenbei lassen wir ein bisschen weiterlaufen. Hier haben wir... Na gut, wir könnten noch die antiken Ruinen bauen. Wir könnten vielleicht noch ein paar Strandvillen bauen. Das wäre durchaus noch möglich. Wieso minus 21? Plötzlich hauen welche ab, so viele. Das ist aber voll. Das ist nicht mehr voll. Das auch nicht. Also die Strandvillen, die sind gut besucht. Diese blöden Hütten, die sollen weg. Ich würde sagen, wir machen noch ein paar Strandvillen hier entlang. Das können wir ruhig uns noch leisten. Und dann füllen wir diesen Bereich noch auf mit irgendwas Kleinem. Irgendwas Unterhaltungsmäßigem. Vielleicht eine Taverne. Die hatten wir hier noch gar nicht, oder? Souvenirladen, Fastfood-Restaurant, Cocktailbar. Ja. Hier hinter könnte man auch noch einen Zirkus bauen. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Und vielleicht bin ich am Überlegen, ob man hier nochmal ein neues Parkdeck hinsetzt. Weil das könnte hier doch so ein bisschen ein Problem sein. Habe ich das Gefühl, jetzt kommen öfter Frachter und die bringen aber weniger Einnahmen? Wir kommen nicht mehr so richtig aus dem Puschen. War schon wieder eine Rebellion? Also, Moment. Grüße, Präsidente und alle mithörenden Spione. Okay, Ostblock sabotieren, kein Problem. Machen wir sowieso immer zu. Ja, Moment. Da läuft es irgendwie mit der Ökonomie nicht so, wie ich mir das vorstelle. So, Sabotage. Verschlüsseln Sie sofort diesen Kanal. Das Codewort. Die 5000 genehmigen wir uns. Vielleicht müssen wir uns ein bisschen durch Überfälle noch reich machen. Kohle wird gerade jetzt wieder organisiert. Wir haben aber 1600 hier und hier sind 120. Das ist nicht mehr so viel. Insofern brauchen wir die Kohle. Das ist schon okay. Ja, es ist aber alles, es gibt keinen Leerstand überall. Alles in Produktion. Es könnte natürlich höchstens sein, dass diese ganzen Gebäude irgendwo ineffizient arbeiten. Touristenschiff wieder plus 7 und minus 15. Auch nicht gut. Vielleicht verdienen wir hier zu wenig Geld. Na, schaut mal, hier sind nur zwei Leute drin. Gucken wir mal uns die Bilanzen an. Hier kommt keine Arbeiter hin. Ja, klappt das mit dem Busverkehr vielleicht, mit dem Parkdecks nicht so wie gewollt. Das macht mich allerdings so ein bisschen nervös. Parkdeck. Null Passagiere. Null Passagiere. Stimmt da die Statistik nicht oder stimmt da irgendwas anderes grundsätzlich nicht? Ich meine, die Verordnung Autos für alle ist da. Oder brauchen wir gar keine Parkdecks? Also, wir sehen ja hier Autos. Ne, das sind gar keine privaten Autos. Ich sehe überhaupt kaum privat aus. Fällt mir gerade mal so auf. Stimmt hier irgendwas nicht? Hier ist eins. Fahrer. Verlaufen? Also, reich und Bildung, Universität und arbeitet im Atomkraftwerk. Also, die fährt. Wir beobachten sie mal. Folgen. Die fährt zum Atomkraftwerk. Die fährt mit dem Auto zur Arbeit. Das muss funktionieren. Ne? Fluch ist beendet wieder. Sehr gut. Wir haben Feuerwache abgeschlossen. Das machen wir gleich mal. Wo fährt die denn lang, wenn sie... Was macht die denn da für einen Quatsch? Na egal. Aber sie fährt auf jeden Fall mit ihrem Privatauto zum Atomkraftwerk. Aber wenn alle Menschen ein Auto haben, weil wir es ihnen freigeben, dann verstehe ich nicht... Was macht sie jetzt? Aha. Und warum ist sie vorher ins Parkdeck gefahren? Also auf jeden Fall sehen wir, es funktioniert. Die Leute fahren mit dem Auto zu ihrer Arbeit.
Aber warum nicht alle? Das verstehe ich nicht. Das ist mir unklar. So, Touristenschiff hat wieder was gebracht. Viele Reiche wieder. Hier kommen keine Leute. Unbefriedigend. Hier sind auch keine Leute. Also ich glaube, unsere Bilanzprobleme hängen damit zusammen, dass wir irgendwie zu hohe Ausgaben hier im Tourismusbereich haben, die wir nicht irgendwie decken. Wir nehmen hier nicht ausreichend ein. Wie können wir das verbessern? Bin ich mir ehrlich gesagt nicht so drüber im Klaren, wie wir die Situation verändern. Was haben wir hier falsch gemacht? Was haben wir falsch gemacht? Okay, erstmal eine Handelsroute abgeschlossen. Zumindest sind wir wieder leicht im Plus. Banane, Rum, Boote, Möbel. Möbel können wir auch an die... an unsere Seite jetzt machen. Machen wir das mal. 4800. Hinzu. Tja, ja. Nächste Forschung. Wartet mal. Was nehmen wir da? Ich habe eigentlich eine Sache im Blick. Mitarbeiter des Monats finde ich ganz gut. Beziehungsweise habe ich noch einen Hinweis bekommen. Aber das könnten wir uns im Moment gar nicht leisten. Das ist nochmal ein Erlass, der gar nicht so billig ist. Die Frage ist, was ändern wir hier? Ich bin mir sicher, dass die... Wann ist Wahl? In 4 Monaten. Diesmal ist der Rhythmus irgendwie anders. Mal Juni. Ah nee, ist wieder August. Nee, alles klar. Tja, Leute. Ihr seht mich gerade ein bisschen ratlos. Und vor allem... ich kann im Moment nicht viel machen dadurch. Wir haben eine Bilanz, die okay ist. Also wir kriegen immer plus minus null, aber wir erwirtschaften nichts mehr. Ich habe ein Problem, Präsident. Genau, mit den hinterhältigen Roten. Wie haben Sie das gewusst? Ja, das machen wir nicht. Also, wer so über unsere Freunde spricht, das gibt nicht. Stichwort Freunde, vielleicht können wir hier nochmal ein bisschen betteln. Ja, können wir. Nein, ich wollte keine Delegation senden. Ah, nee, habe ich auch nicht gemacht. Alles gut. So, wir haben wieder Kohle und so weiter. Also, wir importieren ja noch nicht mal was. 320, die Kohle lagert ja hier hinten. Das ist schon wieder alles voll. 1200, im Moment muss erstmal abtransportiert werden. Nee, das ist gut. Dann werden wir das jetzt mal ändern. Dann machen wir mal hier wieder eine Zeit lang... erstmal nur Schatzjagd. Vielleicht kriegen wir da ein bisschen Geld auf diesem Wege. Die andere sind beim Sabotieren, da sind wir bei den Blaupausen dabei. Wobei wir hier vielleicht auch mal auf Schatzjagd gehen können. Ändern wir das mal. So. Wir müssen jetzt schon wieder höllisch aufpassen. Wahltag bald, dass wir wieder das Geld haben für unseren Erlass. So, da ist er. Der kostet natürlich auch immer was, aber eigentlich früher wäre das noch drin gewesen. Weniges ist mit dem... gut, der kostet halt 4000 im Jahr, das kann es nicht sein. Vielleicht sollten wir mal tiefer in die Bücher einsteigen. Das wäre mal eine Möglichkeit, das zu überprüfen. Also, ja, Einnahmen 143, Ausgaben 173, Export... kann man das sich nochmal im längeren... das ist das Problem hier so ein bisschen. Die Statistiken sind nicht so toll. Ich würde gerne mir das die letzten Jahre angucken und schauen, haben wir irgendwie weniger exportiert als sonst oder sowas. Also wir nehmen schon ein hier durch... nee, das sind einfach nur Touristendienstleistungen. Schaut mal. Wir nehmen hier nur 5000 ein durch
Tourismusdienstleistungen. Vermögensteuer ist ganz gut. Aber das ist unser Problem. Das läuft nicht, so wie es sollte. Die Mieten, das ist alles nicht so richtig. So, und Ausgaben? Hier können wir sehen, was die meisten hier. Plantagen, Schiffswerften, Ministerium. Ja gut. Transportbüro, 11.000. Oh mein Gott, aber das ist halt nötig. Ne? Da können wir, glaube ich, nicht weiter sparen. Aber das ist auf jeden Fall Wahnsinn. Und ihr seht hier diese ganzen touristischen Infrastrukturen da. Also ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, meine Analyse war richtig. Leider kann man es im Detail nicht so richtig nachvollziehen. Wir zahlen hier für diesen ganzen Tourismus-Schnickschnack, zahlen wir einfach mehr, als wir damit einnehmen. Tja, und wir haben schon die Freiheitsstatue und all so ein Kram. Was macht man? Was macht man? Ich weiß es nicht. Man könnte hier nochmal diese ganzen Budgets runterdrehen. Wobei ich dachte, dass das eher hilfreich ist. Tropicana haben wir sowieso kein großes Budget. Kommen dann natürlich auch weniger Arbeiter, ne? Wir haben hier noch nicht mal so großartig große Budgets. Golfplatz. Oh, wir haben übrigens ein Problem mit Obdachlosen tatsächlich schon wieder. Was haben wir denn hier? Gut situierte. Kann sein, dass wir da nochmal nachlegen müssen als nächstes. Das ist möglicherweise wichtiger. Ich habe vergessen, das Kriegsrecht wieder auszuschalten. Ganz wichtig. Jetzt sind wir im anderen Monat, im Januar. Aber wir sollten hier nochmal für Wohnraum sorgen. Und ich denke, wir machen hier hinten erstmal weiter. Ne, wir können gar nicht für Wohnraum sorgen. Wir müssen erstmal auf den Frachter warten. Wir gucken nochmal genau, was jetzt hier verkauft wird. Wir haben eigentlich erwartete Einnahmen 97.000, 98.000, 104.000. Was passiert jetzt hier, wenn der Frachter kommt? Okay, das gucken wir uns gleich an. 45.000 verdienen wir nur. Warum? Okay, der Rest bleibt liegen. So, und jetzt ist der Punkt möglicherweise doch erreicht. Stimmt, das sind alles Vorprodukte. Das sind Vorprodukte, die wir nicht kaufen. Die werden dort nur zwischengelagert. Okay, das heißt, man müsste sich genau angucken, ob man vielleicht dort in der Produktion noch ein bisschen runterdrehen kann, so wie ich das schon gemacht habe. Also Stahl können wir, glaube ich, noch weiter runtergehen. Hier können wir vielleicht auch Arbeiter rausschmeißen. Ja. Entlassen wir mal ein paar Leute. Wir brauchen nicht so viel Stahl. Gucken wir uns das noch weiter an. Also das hat nichts mit dem Abtransport zu tun. Zucker. Wie sieht es aus mit Zucker? Hier vorne 300, 151 und in der Rumdestille liegt 4000 Zucker rum. Wir kommen mit dem Rum nicht hinterher. Oh Gott, hier können wir ja mehr verdienen. Warum habe ich das reduziert? Das ist eher so, dass wir hier reduzieren müssen. Okay, gut. Dann haben wir ein bisschen Fleisch. Fleisch produzieren wir wo? Hier oben oder was? Ne, das ist Wolle. Hier, Fleisch und Felle. Aber das ist, glaube ich, nicht so ein Riesending. Hier haben wir auch... Warte mal, Fleisch... Verkaufen wir eigentlich Fleisch komplett? Das habe ich... Ne, Fleisch verkaufen wir nicht, ne? Das kommt doch hier in die Konserven. Schaut mal, ganze Konservenproduktion. Da gibt es so viel... Wow. Okay. Wir haben hier so viel zu lagern. Das heißt, eigentlich könnten wir noch eine Konservenproduktion gebrauchen. Oder wir reduzieren hier den... Wir reduzieren hier den Unterhalt. Das wäre auch eine Möglichkeit. Aber ich tendiere eher zu einer neuen Konservenfabrik, wenn wir schon diese ganzen Vorprodukte haben. Dann lass uns doch damit noch mehr Geld verdienen.
Bauen wir die mal direkt hier neben die Möbelfabrik. Da haben wir schon ein Parkdeck. Okay, das könnte vielleicht nochmal helfen in dem Bereich. Analysieren wir das ein bisschen weiter. So. Wolle. Wolle, da haben wir schon runtergestellt. Hier sind 4500 Wolle. Hier ist auch absolutes Maximum erreicht. Hier werden wir komplett mal Leute entlassen. Das ist schon teilweise unbesetzt. Ach Gott, warte mal hier. Das war gar keine Wolle. Das können wir jetzt wieder auf Maximum setzen. Fleisch ist ja jetzt begehrt. Hier unten. Okay. So, Baumstämme ist, glaube ich, kein Thema. Gummi. Gummi holen wir mal immer so von anderen. Aber hier, oh, schaut mal. Wir müssten eigentlich viel mehr Autos produzieren. Wir haben das Zeug eigentlich dazu, das Stahl und so weiter. Das ist das Problem. Gut, bei der Stahlproduktion haben wir auch reduziert. Ich würde halt jetzt keine zweite Autofabrik bauen, weil ich glaube nicht, dass wir das von der Gummiproduktion langfristig halten können. Wir können beim Stahlwerk vielleicht hier sogar nochmal einmal runtergehen. Okay, was haben wir noch? Uran ist klar. Ja, und Stahl haben wir uns angeguckt. Tja, mehr fällt mir jetzt auch nicht ein zu optimieren. Und das Thema Touristen. Da weiß ich nicht, was man hier noch wirklich verbessern kann. 750 Uran, 23.000 Kapazität. Ich meinte, man könnte hier auch einfach das Budget runterdrehen. Auch das spart immer noch ein bisschen. Hier könnten wir sogar noch elektrische Bohrer einsetzen. Aber, nee. Oder wir fangen an, Uran zu verkaufen. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Damit würden wir wieder ganz gut Geld verdienen, ehrlich gesagt. Vielleicht die Kombination elektrische Bohrer und Uran verkaufen? Wobei dann... Ich meine, wir verbrauchen nicht so viel, ne? Habe ich das Gefühl. Wir haben eine Bilanz von plus 222 jetzt wieder. Das kommt, weil wieder hier alle arbeiten. Dann schicke ich mal einen weg. Und lass mal einmal weiterlaufen. Jetzt sind wir bei plus 22. Ich meine, das ist ein bisschen knapp, was wir machen. Aber auch das spart. Ja, und mit dieser Uranentscheidung, vielleicht machen wir das. Vielleicht, wobei, wenn ich jetzt diesen elektrischen Bohrer nutze, reicht gerade so mit dem Stroh. Machen wir das mal. Und dann stellen wir Uran auf Verkauf. Wir müssen erstmal wieder ein bisschen in die Puschen kommen. Hilft nichts. Das bringt 12.000. Das ist schon eine Hausnummer. So, Boote, Autos, Schmuck, Waffen, Möbel, Uran, ja. Na gut. Okay, liebe Leute. Also... Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Mal gucken, ob wir irgendwie die Kurve kriegen. Ich bin gespannt. Bis dahin macht's gut, euer Steinballen.